Bauer bei Innsbruck. Familie Nortz produziert hier mehrere Obstsorten. Eine Spezialität ihrer Landwirtschaft ist die Süßkirsche, die in den überdachten Plantagen prächtig gedeiht und im frühen Sommer geerntet wird. Die ganze Familie teilt die Leidenschaft für die herzhaften Früchte. Ja, super, Sophia. Es bringt dir einfach mal die ersten Kirschen. Also wir sind ein kleiner Familienbetrieb mit rund 4,5 Hektar Obstbaufläche, bunt gemischt, also von Beeren über Kirschen, Zwetschgen bis hin zu Äpfeln. Vorsichtig werden die Kirschen gepflückt und vor Ort schon auf Qualität überprüft und vorsortiert. Ja, wenn die Kirschen frisch geerntet sind, folgt die Verpackung und das Herrichten für den Handel. Jede Tasse wird eigens eingewogen, wird noch kontrolliert, bevor die Lieferung außer Haus geht. Es kommen dann Tirol-Qualität-Stecker in jede Tasse, also dass man sieht, woher kommen die Kirschen. Und sie werden dann nach einer kurzen Kühlung in das Lager von der Firma Endpreis gebracht. Im Obstbau ist eine sehr langfristige Planung notwendig, bis man dann die erste Ernte einfahren kann. Also von der Pflanzung über die Pflege der Bäume über Jahre hat man dann nach 5 bis 6 Jahren einen passablen Ertrag. Was die Bewässerung und die Düngung betrifft, gehen wir sehr behutsam vor. Die Kirsche braucht zum Beispiel eine gleichmäßige Wasserversorgung und da haben wir ganz gezielt bei jedem Baum einen kleinen Mikrojet-Sprinkler, der nur bei Bedarf sozusagen eingeschaltet wird und ganz gezielt die Wasserversorgung der Kirsche sicherstellt. Was die Düngung betrifft, arbeiten wir nur nach genauen Bodenanalysen, also es wird nur das zugeführt, was die Pflanze tatsächlich braucht. Ich denke, die ganze landwirtschaftliche Produktion ist nachhaltig. Wir arbeiten mit Grund und Boden und der wurde über Jahrhunderte nachhaltig gepflegt, sonst würde er nicht mehr fruchtbar sein. Wenn die Kirsche frisch ist, ist sie hochglänzend, prall gefüllt, saftig mit grünem Stiel.